Hallo, ich bin Dörte Hansen und ich freue mich sehr, dass mein zweiter Roman Mittagsstunde verfilmt wurde. Ich finde, dass Regisseur Lars Jessen und alle Darstellerinnen und Darsteller rund um Charlie Hübner einen tollen Job gemacht haben. Aber schauen Sie selbst und viel Spaß mit dem Trailer und ab 22. September dann auch überall im Kino. Ich fahre nach Brüggebüll wegen Mutter und Vater. Muss mich um die beiden Alten kümmern. Und Vater? Kopfweh wieder. Ich glaube gar nicht, wie viele Angehörige sich da übernehmen mit der Pflege. Mutter! Oh, 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 oh. Ich schlag mich ja schon durch mit den Beinen. So nötig können sie dich in Kiel da wohl auch nicht brauchen. Wenn du einfach mal ein Jahr blau machen kannst. Ist das noch Altenpflege oder ist das schon so eine Art Regression? Ich meine, da kommt doch bestimmt einiges hoch bei dir. Moderne Landwirtschaft. Breite Straßen. Das brauchen wir hier. Keine Störche mehr, Herr Brinkebühl. Das ist ein Zeichen. Ihr weckelt uns, wa? Ihr weckelt uns, wa? Na gut, dass du nicht so eine Pfanne hast wie deine Mutter, wa? Nee, die richtige Mutter. Was hast du denn angestellt? Was machst du denn? Wenn das Mutter dich so haut und kneift. Für das, was wir verbrauchen, das muss man bezahlen. Wo kann ich denn sein? Danke! Mutter. Da war ein Kuddelmuddel mit uns. Wahnsinn. Als ob hier seit Jahren die Zeit stillsteht. 70 Jahre Ehe. Das schaffen nur wir beiden. All this talk of love is bringing me to you. Irgendwas ist bei dir anders. Finding a place. Oh, schau beim Friseur. Was musst du eigentlich, wenn dein Bummeljahr vorbei ist und wir dann immer noch nicht tot sind? Da muss ich euch wohl totschießen.